War mein erstes Gesetz, das ich dann wirklich so von Anfang bis Ende mitbegleiten durfte. Da haben wir eine Stiftung gegründet, eine Bundesstiftung für Gleichstellung. Und das war für mich wirklich auch so ein spannender Prozess, weil das gab es vorher noch nicht. Das heißt, wir mussten wirklich bis ins kleinste Detail uns überlegen, wie sieht denn so eine Satzung aus und wie muss das Gesetz gestaltet sein, damit die Stiftung auch wirklich so arbeiten kann. Das ist halt einfach der Punkt, von dem ich ganz fest überzeugt bin, dass der Bundestag so bunt sein muss, wie die Gesellschaft ist. Und da müssen sich, glaube ich, alle Parteien aber auch so ein bisschen an der eigenen Nase fassen. Hi, ich bin Lena, das ist meine Theke und heute rede ich mit Josephine Ortlieb. Ich würde ein Wasser nehmen, ein stilles bitte. Sehr gern. Erzähl mal, was machst du eigentlich? Ich bin Josephine Ortlieb, ich bin Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Saarbrücken. Und das hört sich dann so an, als wäre das nur Saarbrücken, ist es aber gar nicht, sondern da gehört noch Riegelsberg, Völklingen, Püttlingen, jetzt darf ich nichts vergessen natürlich, Großrosseln und Kleinpüttersdorf dazu. Und wie bist du dazu gekommen, dass du das werden wolltest? Ich wollte das tatsächlich nie werden. Ne? Das ist ja oft so, dass man sich das vorher gar nicht so genau überlegt, sondern dass das passiert, sage ich mal. Ich bin eigentlich gelernte Restaurantfachfrau, also komme so aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe immer eigentlich auf der Seite der Theke gestanden und habe mich aber früh... Kennst du wahrscheinlich viel besser als ich. Ich fand, das sah jetzt schon sehr professionell aus. Man sieht, dass du Übung hast auf jeden Fall. Genau, und dann habe ich mich aber früh politisch interessiert und mich bei den Jusos engagiert. Und dann war der Weg irgendwie in den Saarbrücker Stadtrat und vom Saarbrücker Stadtrat dann zu dem Bundestagsmandat. Also es hört sich jetzt auch sehr kurz und knapp, aber das ist wirklich nur eine kurze Zusammenfassung. Ja. Und warum eigentlich SPD? Also tatsächlich komme ich aus einem Haushalt, der sozialdemokratisch geprägt ist. Ich glaube, das sagen dann auch viele, die man so fragt. Aber dann hat man das ja immer schon so in Gesprächen am Abendessenstisch und so ist das auch immer Thema. Aber als ich dann angefangen habe, mich für Politik zu interessieren, ich war immer stark in der Antirechtsbewegung. Antirassismus hat mich sehr interessiert. Da habe ich viele Jusos auf Demos getroffen. Mhm. Und wenn es um Gleichstellungspolitik ging, ist mir die SPD auch immer sehr stark aufgefallen. Ich meine, der Kampf für Frauenrechte war auch immer ein Kampf der Sozialdemokratie und deswegen habe ich mich da schnell wohl und zu Hause gefühlt. Mhm. Ja. Und jetzt hast du ja schon gesagt, dass du eine Lehre gemacht hast. Mhm. Das ist ja sowas, was man Politikern, sage ich mal, auch oft so ein bisschen ankreidet, dass sie ja gar keine Ahnung vom Leben haben. Die wissen ja gar nicht, wie man arbeitet. Mhm. Kannst du viel davon mitnehmen? Total. Also gerade Gastronomie ist ja etwas, wo man mit den unterschiedlichsten Menschen auch klarkommen muss und mit denen ins Gespräch kommen muss. Und ich habe ja nicht nur die Lehre gemacht, sondern ich bin ja einfach im Restaurant aufgewachsen. Also ich bin ja von klein auf im Restaurant rumgesprungen, musste immer mit Menschen reden und hatte immer ganz viel Kontakte. Das hilft mir sehr, vor allen Dingen in der Wahlkreisarbeit vor Ort. Und ich glaube, davon profitiere ich auch. Und natürlich, da musst du schon sehen, dass bei uns zu Hause war die Arbeit nie irgendwie von Montag bis Freitag, sondern das war das Leben von meinen Eltern, dieses Restaurant zu führen. Mhm. Und auch davon profitiere ich natürlich, weil als Bundestagsabgeordnete ist man halt einfach auch immer Abgeordnete und nicht nur von Montag bis Freitag. Meistens auch am Wochenende. Genau, also gerade am Wochenende. Ja. Das ist, glaube ich, auch was die Gastronomie gleich hat. Genau, so meine Eltern waren, bis ich 17 war und dann selber angefangen habe, in dem Laden von meinen Eltern zu arbeiten, noch nie Silvester mit meinen Eltern gefeiert. Ne? Ja. Also so Sachen, das prägt einen natürlich auch total. Aber ich war dann ganz froh, als ich dann selber angefangen habe zu arbeiten, dass ich dann auch meine Eltern mal an Silvester gesehen habe. Das war ganz cool. Also meine Mama hat immer gesagt, mach bloß nichts in der Gastronomie, sonst arbeitest du immer dann, wenn andere nicht arbeiten. Genau, oder wenn andere feiern, das ist natürlich noch schlimmer, wenn du die dann feiern siehst. Aber ich fand den Job total spannend, gerade wegen dem Kontakt mit Menschen. Und du musst natürlich auch Organisationstalent haben und Führungsstärke beweisen. Und deswegen hat mir das voll Spaß gemacht. Ja. Also irgendwann bist du wieder
Ich vermisse es tatsächlich. Also ich bin, wenn ich hier bin und eine Wahlkreiswoche habe, gehe ich immer noch gerne zu meinen Eltern ins Restaurant essen und dann kribbelt es mir immer so in den Fingern. Wenn viel los ist, würde ich gerne direkt am liebsten hinter die Theke und anfangen zu zapfen. Ich muss mich da echt zurückhalten und deswegen merke ich einfach, dass ich damals für mich eine gute Entscheidung getroffen habe bei meiner Berufswahl, aber dass das so lief, war dann auch nicht abzusehen. Mhm. Aber jetzt bist du ja in Berlin. Was würdest du denn so sagen, was findest du denn daran am spannendsten oder was ist das Beste? Naja, das Beste ist natürlich, Gesetze zu machen, die am Ende Lebensrealitäten von Menschen verbessern. So, das ist natürlich immer das Spannendste, ist natürlich auch immer ein Prozess, der sehr komplex ist. Deswegen ist für mich das Zweitspannendste, auch mit den Menschen darüber zu reden und denen zu erklären, was Politik ist. Ich finde, das gehört auch zum Job einer Politikerin. Mhm. Das, was wir da tun, in diesen wahnsinnig langen Prozessen auch zu erklären. Und auch das macht mir total Spaß, im Austausch zu sein, auch wenn ich hier dann am Wochenende auf irgendwie Feuerwehrfesten bin. Und natürlich ist es schön in Berlin, dass man sich professionalisieren kann. Du kannst auf einen Fachbereich sehr zugeschnitten arbeiten. Das ist auch sowas, was mir total liegt. Also ich bin sehr gerne Fachpolitikerin, weil so richtig detailverliebt kann ich manchmal auch sein. Aber wie genau kann man sich das dann jetzt vorstellen? Also wenn du sagst, ja, ich mache Gesetze. Es ist ja recht abstrakt. Tatsächlich war mein erstes Gesetz, das ich dann wirklich so von Anfang bis Ende mitbegleiten durfte. Da haben wir eine Stiftung gegründet, eine Bundesstiftung für Gleichstellung. Und das war für mich wirklich auch so ein spannender Prozess, weil das gab es vorher noch nicht. Das heißt, wir mussten wirklich bis ins kleinste Detail uns überlegen, wie sieht denn so eine Satzung aus und wie muss das Gesetz gestaltet sein, damit die Stiftung auch wirklich so arbeiten kann. Das heißt, wir haben uns mit den Fachpolitikern der anderen damals halt noch mit CDU und CSU zusammengesetzt. Ich hatte eine Co-Berichterstatterin mit dem Ministerium und wir haben wirklich mit dem Ministerium bis ins kleinste Detail alles zusammen besprochen, unsere Ideen eingebracht. Man muss auch Aushandlungsprozesse am Ende gestalten. Ich finde, das ist natürlich auch was Wichtiges, weil man muss sehen, was sind irgendwie die Argumente des anderen. Ja. Und man muss auch kompromissbereit sein. Und das ist auch ein wichtiger Teil als Politikerin. Tut manchmal weh, aber es ist natürlich auch, kann auch Dinge besser machen. Ja. Und am Ende, als dann, also ein Gesetz entsteht ja so, dass es dann irgendwann in der ersten Lesung dann im Plenum ist. Und wenn man dann die erste Rede zu diesem Gesetz, das man sich wirklich mit überlegt hat, hält, bis man das im Ausschuss bespricht, da ist ja der Ort, wo dann wirklich auch nochmal Änderungen an so einem Gesetz getätigt werden, bis zu dem Tag, wo es in der zweiten, dritten Lesung im Plenum dann auch wirklich beschlossen ist. Das ist so ein besonderer Prozess, den man dann mitmachen darf. Das war wirklich eine coole Erfahrung. Und seitdem ist es nochmal für mich ein ganz anderer Einblick. Und ich freue mich schon auf alle Gesetze, die ich noch mitgestalten darf. Ich finde das immer so voll faszinierend, wenn man so sieht, wie dann die Abgeordneten an diesem Rednerpult stehen und also voll professionell so eine Rede halten. Teilweise ist ja auch dann das ganze Plenum da, teilweise sind wirklich nur so ganz vereinzelt. Wie aufgeregt warst du da? Also ich würde behaupten, meine erste Rede war weg davon, professionell zu sein. Also das muss man auch klar sagen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Also ich war so aufgeregt, dass es sich anfühlt wie ein Blackout sozusagen. Ja. Es gab wohl sogar echt mal auch einen Abgeordneten, der so aufgeregt war, der konnte einfach nicht aufstehen. Und dann ist ein Kollege für ihn eingesprungen. So. Also es ist, kann ich mir total vorstellen. Ist auch, tatsächlich ist es auch egal. Ich treffe Kollegen, die seit 20 Jahren dabei sind, die immer noch sagen, oh, ich muss gleich eine Rede halten, ich bin so aufgeregt. Und Kollegen, die jetzt ganz, wir haben ja viele neue Abgeordnete, die sind da total locker. Also es ist auch so ein bisschen so eine Sache, wie man, glaube ich, das persönlich sieht. Ich war schon sehr aufgeregt. Muss ich echt zugeben und bin es heute auch immer noch, also ich habe immer noch Respekt vor dieser Aufgabe und auch davor, du kriegst dann halt Zwischenrufe, Zwischenfragen und da muss man ja schon auch schlagfertig sein. Und das. Aber ist es mehr so ein Gefühl, vor Kollegen zu reden oder ist einem auch schon bewusst, dass irgendwie das prinzipiell jetzt jeder mitverfolgen kann? Genau, und das ist immer bei mir der Punkt, dass ich inhaltlich sehr genau sein will, aber trotzdem will ich, dass es jeder versteht, was ich sage, weil natürlich weiß ich, dass wenn wir so ein Gesetz verhandeln, wir, wie ich eben gesagt habe, echt ins Detail gehen, aber dass die Menschen ja verstehen müssen, was hat denn das Gesetz jetzt genau mit mir zu tun? Und ich finde, eine Rede im Plenum ist auch genau dafür da und das ist halt so manchmal die schwierigste Leistung, das wirklich so
auch dann rhetorisch darzustellen. Mhm. Und das ist, da bin ich immer mit am Aufregen. Sondern ich will einfach, dass es gut wird und dass die Leute verstehen, was ich damit meine und welche Botschaft ich eigentlich senden will. So. Also es ist nicht nur, ich muss meinen Kollegen halt jetzt erzählen, was wir da gemacht haben. Sondern nee, gar nicht. Genau, ich bin froh, wenn viele Kollegen da sind und die mir zuhören. Aber ich bin wirklich froh, wenn die Menschen am Ende verstanden haben, was ich sage. Ja. So. Jetzt gehen wir mal zu der letzten Wahl. Da hast du ja deinen Wahlkreis sehr deutlich gewonnen, kann man durchaus so sagen. Mhm. Trotzdem war es privat natürlich für dich sehr schwierig. Zeit, ja. Ja. Wie hast du denn so die Tage vor der Wahl und dann auch den Wahlabend eigentlich so verbracht? Tatsächlich war ich damals dann einfach noch viel im Krankenhaus und war ja noch so ein bisschen, also wirklich wie aus der, also ne, wie aus dem Leben gerissen in dem Moment. Und deswegen habe ich den Wahlabend so verbracht, dass ich mir meine liebsten Freunde eingeladen hatte zu mir nach Hause. Und was eine ganz besondere Erfahrung war, war, dass ich trotzdem ja auch super aufgeregt war. Also es passieren Dinge im Leben, die einen dann wirklich stark beeinflussen, aber in dem Moment hat man ja auch so lange dafür gearbeitet, so ein Direktmandat zu gewinnen, dass das einem auch sehr wichtig ist. Und deswegen war das so ein, also wirklich ein Durcheinander der Gefühle an so einem Abend. Ja. Ja. Aber dein Team hat ja schon auch sehr stark noch Wahlkampf dann für dich gemacht, auch nachdem du gesagt hast, ich bin jetzt raus. Mhm. Ist auch nicht ganz selbstverständlich, oder? Nee, und ich war auch jeden Tag aufs Neue gerührt davon, wie stark auch mein Team sich engagiert hat, wie stark der Zusammenhalt ist. Aber natürlich zeigt das auch, dass das so das Besondere von diesem Wahlkampf war, dass wir eng zusammengefunden haben und dass dann auch vollkommen klar war, dass das auch ohne mich weiterläuft. Okay. Wie du sagst, hätte ja auch anders laufen können, war aber in dem Moment auch ganz klar, dass das nicht so ist. Und da bin ich bis heute wirklich sehr dankbar. Ja. Und wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt kann ich einfach auch noch mal genießen, dass ich jetzt das auch gewonnen habe? Ja, genau, das hat wirklich gedauert. Und also an dem Abend ist natürlich auch schon viel Druck abgefallen. So, das ist ja auch voll klar. Und dann war das irgendwie auch, aber die Zeit danach war auch spannend, weil dann ja in Berlin ganz viel Prozesse losgegangen sind, Koalitionsverhandlungen und so, an denen man selber nicht beteiligt war. Das war dann nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist echt eine komische Erfahrung. Aber als ich dann nach Berlin geflogen bin, das erste Mal zur Wahl von Olaf Scholz als Bundeskanzler, das war so für mich der Moment, wo ich wusste, okay, cool, du bist wirklich wieder Abgeordnete und die Arbeit und vor allen Dingen auch das, was dein Team geleistet hat, zahlt sich total aus. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also gerade weil es ja auch doch sehr schwierig war, glaube ich, ist das so, wenn auch die Leute nochmal treffen. Ich meine, sind ja doch ein paar Kollegen. Tatsächlich ist es aber so gewesen, dass ich viele gar nicht erkannt habe, weil unsere Fraktion so neu war und ich erst mal so... Okay, ich habe jeden gegrüßt an dem ersten Tag, weil ich nicht wusste, gehört der jetzt zu uns oder nicht? So, ich war da echt und habe gedacht, ich sage besser allen Hallo, bevor jemand sagt, oh Gott, die kommt jetzt wieder nach 4 Monaten und sagt uns nicht Hallo. Und deswegen habe ich jeden gegrüßt an dem ersten Tag. Ja. Also können sich alle... Genau, ich hoffe, dass ich jeden gegrüßt habe. Aber genau, das war dann halt echt für mich auch krass, weil... Man hat sich ja auch an so eine Fraktion gewöhnt und wird ja auch Teil eines Teams und wir waren immer ein gutes Team und dann waren da ganz viel neue und das war auch eine spannende Erfahrung, aber bis heute, also ich würde sagen, inzwischen kenne ich alle Namen. Jetzt ist es ja auch heute irgendwie immer noch so, dass so junge Frauen und vor allem Mütter auch in der Politik so schon, ich würde gar nicht sagen, sie sind die Exoten, aber sie werden immer noch dafür gehandelt. Mhm. Also jetzt, ich gerade als letztes das Beispiel mit der finnischen Ministerpräsidentin, die einfach auf ein Festival geht und jeder macht so, oh, wie cool. Also ja, sie ist 32 oder 34? 34. Ich glaub, 34 Ja, sie geht auf ein Festival. Ja. So what? Also, ja, oder auch Jacinda Ardern, die dann während ihrer Zeit als Ministerpräsidentin von Neuseeland ein Baby gekriegt hat. Was war ja auch für alle so, wow, krass. Ja. Und wie du sagst, eigentlich müsste es total normal sein, selbstverständlich, oder? Ja, also eigentlich schon. Aber ist das bei dir auch jetzt so, dass irgendwie alle so meinen, oh ja, krass? Also ich werde schon oft, das tut aber natürlich auch gut, dass viele auch sagen, ja, sie finden es gut, dass ich das auch so vorlebe. Also ich versuche das ja auch stark zu integrieren und glaube, dass ich das auch ganz gut hinkriege.
und finde das auch schön, weil das vielleicht auch für alle, die sich überlegen, den Weg zu gehen oder auch was mit Politik zu machen, sage ich mal, dass das auch ein Vorbild sein kann. Das finde ich wichtig. Ich spüre nur, dass jetzt dadurch, dass so viele junge Frauen neu in den Bundestag gekommen sind, durch alle Fraktionen, also gut, die AfD vielleicht ausgenommen, aber sonst merkt man das wirklich und dass du eigentlich immer im Plenum gerade irgendein Baby siehst, dadurch verändert sich was. Ne? Also das ist halt, glaube ich, dass eine einzelne Mutter oder Frau kann da immer schwer was ändern, aber wenn es halt viele sind und das ist in dieser Legislaturperiode so, ändert sich was. Wir haben jetzt ein Spielzimmer auf der Ebene vom Plenum, wo man mit den Kindern auch Zeit verbringen kann oder eine Betreuungsperson. Also es ist wirklich gerade so, dass sich was am Aufbrechen ist. Und ich wünsche mir halt, dass die Bedingungen eigentlich noch ein bisschen besser werden. Aber da habe ich auch Hoffnung, dass das funktioniert. Mhm. Ja. Aber ist es bei uns auch so, dass so normal sein, sag ich mal, auch schon irgendwie als positiv gesehen wird? Also jetzt wie halt bei der Pünktchen Ministerpräsidentin? Ja, glaube ich schon, oder? Also ich glaube, die Leute verbinden sich ja auch mit jemandem, der so ist wie sie. So, ne? Und ich kriege das auch oft als Rückmeldung, dass die Leute sagen, ja cool, es ist ja auch super wichtig, dass meine Lebensrealität als Mutter vertreten ist. So, ne? Das ist halt einfach der Punkt, von dem ich ganz fest überzeugt bin, dass der Bundestag so bunt sein muss, wie die Gesellschaft ist. Und da müssen sich, glaube ich, alle Parteien aber auch so ein bisschen an der eigenen Nase fassen, wie wir das auch hinkriegen am Ende, um junge Frauen die Möglichkeit zu geben, auch den Weg zu machen und auch vielleicht Menschen mit Migrationshintergrund anders zu fördern, dass sie am Ende auch Möglichkeiten haben, hauptberuflich Politik zu machen. Ja. Das muss schon, glaube ich, auf kommunaler Ebene anfangen. Wir haben auf kommunaler Ebene 25% Frauen in den Räten. So. Das ist halt einfach viel zu wenig. Ja, ja. Und dann muss man, glaube ich, aber das gilt auch für alle Parteien, muss man, glaube ich, echt gucken, wie man die Bedingungen so strickt, dass es halt passt. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, ja. Aber würdest du sagen, dass es jetzt schon eher machbar ist, so als Mutter den Job hinzukriegen? Boah, ich glaube, ich kann jedem, also eigentlich ist es fast egal, in welchem Job du bist, es ist immer unfassbar anstrengend, so. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den muss man auch einfach sehen. Ne? Das ist als Politikerin genauso anstrengend wie als Krankenschwester. Es ist fast egal. Das Einzige, was wir sind halt privilegiert, weil wir uns einfach leisten können, Kinderbetreuung so zu gestalten, wie sie ganz individuell für uns passt. Und das können viele Menschen nicht. Dafür bin ich halt auch super dankbar, dass das funktioniert. Trotzdem kann der Bundestag auf jeden Fall zu einem kinderfreundlicheren Ort werden. Daran glaube ich auch. Und Politik auch irgendwie ein bisschen kinderfreundlicher werden. Aber ich würde nie jammern, weil ich ja einfach in der Lage bin, mein Leben sehr stark selbst zu gestalten, weil ich, wie gesagt, die Ressourcen dafür habe. Und deswegen würde ich sagen, es ist machbar. Voll, ja. Okay. Also muss man jetzt keine Angst haben als junge Frau? Nee, gar nicht. Im Gegenteil, kommt alle so, damit wir da nicht so alleine sind und damit die Kinder da auch sichtbar werden und damit das irgendwie auch klar ist. Und ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, ne, wie das zum Beispiel in anderen Ländern ist und habe gesehen, in Schweden haben sie jetzt die Zeiten für Sitzungen in deren Parlament, die dürfen maximal statt bis 18 Uhr bis 17 Uhr gehen. Und bei uns geht so ein Donnerstagabend bis manchmal bis 1, 2 Uhr nachts. Das sind einfach genau ganz andere Verhältnisse und also wenn wir da mal hinkommen, dass wir sagen, okay, um 18 Uhr ist Schluss, dann haben wir es, glaube ich, gepackt. Ist noch ein bisschen. Ja, genau. Müsst ihr alle ein bisschen schneller. Ja, genau, schneller reden vielleicht, ich weiß nicht. Aber alle, die reden, schon vorher aufnehmen und dann wie bei Sprachnachrichten immer nur noch schneller. So mega schnell abspielen. Gute Idee. Ich komme öfter, wenn du so Ideen schreibst, du mir immer. Nee, aber das ist halt, ne, da sieht man halt, wie unterschiedlich, also in Europa zumindest und weltweit auch da einfach die Bedingungen sind. Und dann muss man nicht immer so neidisch in andere Länder gucken, sondern muss es halt einfach hier machen. Das ist, glaube ich, der Punkt, ja. Das ist, also, ich meine, machen ist immer der Punkt. Ja, das stimmt. Ist aber auch immer einfacher gesagt als getan. Ja, und es gibt natürlich auch Widerstände dagegen, weil haben wir halt immer schon so gemacht.
Und das ist ja an vielen Stellen, man muss auch immer sich hinterfragen, ist das gerade so richtig oder halten wir uns was, an was fest, was sozusagen veraltet ist? Und genau, ich glaube, ich kenne ganz viele junge Frauen und auch junge Mütter und auch junge Väter, die Lust haben, halt genau das alles zu hinterfragen und gute Ideen zu entwickeln. Das soll man dann halt auch zulassen, ja. Aber ich habe, fällt mir gerade ein, ich habe mit der Rita Waschbüsch, die ja die erste Ministerin war und dann halt auch mit Kindern, habe ich auch darüber geredet und die hat auch erzählt, dass es eigentlich gar nicht so, also ihr ist das nie so negativ aufgefallen, dass Leute so negativ über sie reden würden, wie es im Endeffekt auch dargestellt wurde. Nee, klar, wie gesagt, ich kriege auch viele positive Rückmeldungen und so und ich glaube, am Ende finden es Leute auch eher gut. Aber trotzdem ist es ja, muss man sich angucken, welche Bedingungen herrschen. Ja. Klar kann ich meinen Sohn überall hin mitnehmen, so, aber es gibt dann keinen Ort, wo ich ihn mal, wo er einfach mit seinem Spielzeug irgendwo liegen kann auf einer Veranstaltung oder so. Ne? Oder keine Betreuerin, wo ich sagen kann, okay, jetzt ich gehe gerade mal auf die Bühne und nehme an der Podiumsdiskussion teil und so. Ich glaube, die Leute nehmen das sehr positiv auf, aber die Bedingungen passen noch nicht so richtig. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ja. Ja, gut, es wird wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anders, wenn er etwas älter wird. Ja, auf jeden Fall, ja. Dann ist er wahrscheinlich eh nicht mehr zu stoppen und läuft durch die Spur rein und dann müssen halt alle damit klarkommen. Ja. Ich gehe trotzdem auf die Bühne. Ach, das geht schon. Ja. jetzt bist du ja auch im Ausschuss für, warte, ich muss es ablesen. Ja, ich ist ein längerer Titel tatsächlich. Ist ein bisschen länger, genau. Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mhm. Frau und Familie sehe ich. Mhm. Senioren würde ich ausschließen. Wer weiß, was kommt? Irgendwann schon. Ja, irgendwann schon, aber noch. Fühlst du dich noch jugendlich? Total. Aber wir haben das auch so ein bisschen so organisiert im Ausschuss, dass halt jeder für andere Themen zuständig ist. Und ich finde den Ausschuss so spannend, aber es umfasst halt die ganze Gesellschaft. Ne? So von der Wiege bis zur Ware hat letztes Mal jemand gesagt. Und es stimmt ja auch irgendwie. Und dadurch sieht man so gesellschaftliche Phänomene bei uns im Ausschuss mit am ersten. Wir haben uns zum Beispiel ganz früh mit dem Thema Einsamkeit während Corona beschäftigt, weil du hast gesehen, dass ganz viele junge Menschen vereinsamt sind durch Homeschooling, aber auch ganz viele ältere Menschen. Und das sind die Themen, die uns dann beschäftigen in so einem Ausschuss. Und das macht mir so Spaß, weil es halt wirklich so gesellschaftlich so relevant ist. Mhm. Aber schon Jugend. Ja, tatsächlich. Aber eigentlich bin ich diejenige, die für die ganzen Frauen, das ganze Frauengedöns zuständig ist, wie das mal von einem Bundeskanzler genannt wurde. Und es ist genau das Gegenteil. Es ist auch echt manchmal, oder es sind meistens harte Themen, weil es halt wirklich oft darum geht, Dinge gerade in der Arbeitswelt so zu organisieren, dass Frauen und auch Mütter besser das vereinbaren können mit ihrem Leben, mit ihren Kindern, mit Pflege, all das, was uns halt mehr betrifft oftmals als Männer. Und das ist echt schon harte Arbeit, da auch wirklich gute Gesetze durchzusetzen, weil die Widerstandskräfte auch groß sind. So. Ist auch, glaube ich, schwierig, weil man natürlich auch immer irgendwie so ein eigenes Gefühl dabei hat. Ja, also, ja klar. Und natürlich spielt als Politikerin auch immer mit, wenn du gerade dich in einer Lebenssituation befindest. Trotzdem habe ich ein hohes Bewusstsein dafür, wenn ich mir Zahlen angucke und sehe, dass Frauen einen Großteil der Care-Arbeit in Deutschland leisten, dass Frauen immer noch weniger verdienen, auch wenn ich persönlich nicht weniger verdiene als meine männlichen Kollegen, habe ich ja trotzdem ein hohes Bewusstsein dafür. Ja, ja, klar. Und das ist, glaube ich, das, was mich halt auch antreibt, dass die Zahlen halt so krass auf dem Tisch liegen und wir aber so langsam vorankommen. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal die Zahl gelesen, dass es irgendwie 132 Jahre dauern würde, wenn wir in dem Tempo weitermachen, bis Frauen und Männer in Deutschland wirklich gleichgestellt sind. Und ich finde, ehrlicherweise, die Zeit haben wir nicht. So, ne? Und deswegen versuche ich da ein bisschen mehr Tempo reinzukriegen. 131. Genau, so ein halbes Jahr, wenn ich das raushole, ist schon gut. Nee, aber das ist halt echt erschreckend. Ne? Ja, ja, absolut. Also, ja. Aber auch gerade das mit der Care-Arbeit, ist ja, das war zwischenzeitlich ja mal besser und wurde ja durch Corona wieder total eigentlich zurückgecatcht. Es waren halt dann doch wieder die Frauen, die irgendwie dann versucht haben, sich während dem Homeschooling um die Kinder zu kümmern, noch die Wäsche zu machen und selber Homeoffice, also es war so sozusagen nochmal dieses Paket, was dann halt doch an den Frauen hängen blieb.
Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz tiefe strukturelle Frage in der Gesellschaft, wie man sich partnerschaftlich halt auch organisiert. Ne? Also ich glaube, das betrifft dann auch am Ende irgendwie jede Frau. Was ich total spannend fand, ist auch diese Frage mit diesen Elternmonaten. Also wenn du sagst, ne, man würde das zum Beispiel aufteilen und Männer müssten verpflichtend die Hälfte nehmen, wird das ja gesellschaftlich auch total viel verändern, weil als wir diese 2 Monate eingeführt haben, die sind ja optional. Also können sich ja Familien für entscheiden. Du musst die 2 Monate als Mann ja nicht nehmen. Aber jetzt werden Männer schon eher gefragt, warum sie die 2 Monate nicht nehmen. Ich wollte gerade sagen, also ich kenne ganz viele, die das jetzt genau, und das hat eine gesellschaftliche Realität geschaffen, diese gesetzliche Regelung. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, wenn wir da noch ein bisschen was draufpacken würden, für die Männer würde das auch eine neue gesellschaftliche Realität schaffen. Und das ist, glaube ich, das, was mich politisch auch so reizt daran, dass wir da viel verändern können. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das Gesetz fand ich auch auf jeden Fall, oder die Möglichkeit fand ich auch richtig gut. Also weil, warum sollte der Mann auch nicht die Möglichkeit haben, sein Kind aufwachsen zu sehen? Viele wünschen sich das also, ja auch einfach. Ich meine, das ist ja nicht nur, dass man die Frau irgendwie entlastet, sondern einfach auch, dass man dem Vater irgendwie die normalisierte Möglichkeit dazu gibt. Also weil vorher war das ja schon so, was, du bleibst zu Hause, warum? Ja, und Chefs haben gesagt, bist du dir wirklich sicher? So, ne? Und wenn ist du auch mein Kind. Ja, genau, so, wenn du dann wiederkommst, weiß ich aber nicht, ob du noch genau die Stelle hast und so. Und das sind halt so Sachen, das kann halt auch nicht sein, dass das dann Männer, die sich das auch total wünschen, so der Weg auch versperrt wird. Und deswegen müssten wir da, glaube ich, auch nochmal ran und die Aufteilung noch verbessern. So, ja. Aber was dich ja auch auf jeden Fall jung macht oder zumindest jung wirken lässt, noch jünger, ist ja auch deine Arbeit auf den sozialen Netzwerken. Also ich glaube, ich weiß nicht, wann ich den letzten Tag hatte, wo ich keinen Post von dir auf Instagram gesehen habe. Tatsächlich am Wochenende. Dieses Wochenende habe ich mal drauf verzichtet, aber auch einfach, weil so viel anstand. Manchmal weiß man ja auch gar nicht, aber ich bin total froh, dass du es wahrnimmst, weil da steckt auch immer ein bisschen Arbeit dahinter. Aber es ist für mich ein Punkt, ich habe eben gesagt, so Politik erklären ist, gehört auf jeden Fall zu meiner Jobbeschreibung. Und jetzt die Medien zu nutzen, die halt irgendwie die Menschen nutzen, halte ich darin auch total wichtig, in diesem Erklärungsversuch von dem, was wir eigentlich tun. Und es macht auch total Spaß. Also mir macht das auch echt Spaß, ja. Aber macht das wirklich Spaß? Also ich kann mir vorstellen, so als Politiker hat man es ja auch nicht so leicht. Ja, aber es macht wirklich Spaß. Und es ist wirklich, also manchmal finde ich es auch natürlich auch kritische Fragen spannend, weil die ja nochmal dich dazu einladen, dich ganz anders mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite macht es auch Spaß, wenn dir jemand schreibt, ich finde deine Arbeit so cool und ich bin deswegen Mitglied in einer Partei geworden oder so. Ne? Also das ist, es gibt beide Seiten, das ist mir auch klar. Und manchmal muss man auch was aushalten. Und trotzdem überwiegen für mich auf jeden Fall die Spaßanteile total. Okay. Aber machst du das alles noch selbst oder? Nee, ich habe Unterstützung. Ich lese viele der Nachrichten zum Beispiel, weil das wirklich für mich auch eine wichtige Rückmeldung ist und bin da auch noch total aktiv, weil ich einfach auch selber Instagram gut finde und selber auf Instagram unterwegs bin und viele meiner Kollegen mir angucke, was die machen und das einfach echt spannend finde. Und ansonsten habe ich natürlich, also ich meine, Fotos von mir selbst machen ist halt irgendwie immer ein bisschen schwierig, deswegen bin ich total froh, wenn ich da jemanden dabei habe, der mich da auch unterstützt. Und es ist aber tatsächlich so stark Teil meiner Arbeit inzwischen, dass ich glaube, man sollte auch Ressourcen darauf verwenden, das gut zu planen, weil sonst nimmt man sich auch was in der Arbeit als Abgeordnete und vor allen Dingen auch, wie gesagt, in diesem Moment, dass die Menschen verstehen, was du tust und warum du Sachen tust. So. Ich glaube, dafür ist es halt auch echt wichtig, weil natürlich auch da nochmal eine jüngere Zielgruppe ist, die sonst vielleicht auch gar nicht erreicht werden würde. Und ich glaube halt, dass das Bewusstsein für politische Themen halt auch echt wichtig ist, dass man das auch irgendwie dann doch teilt. Ja, also das
habe ich auch schon oft rückgemeldet bekommen von Menschen, die gesagt haben, eigentlich das mit der Politik ist nicht so mein Ding, aber wenn du das dann, oder wenn ich das bei dir sehe, dann denkst du, ah ja, stimmt, okay, das ist cool, oder ich denke auch mal, das, was du sagst, ist nicht so cool, es kommt ja auch vor, aber das sind auch, das finde ich auch gut, dass aber da sie Menschen, beschäftigen sich damit. Genau. Also, so, ja, und wenn man sich zum Beispiel auch TikTok anguckt, da sind ja auch viele schon auch selber, ne, gerade mit Themen unterwegs, und das ist auch ein politischer Raum eigentlich. Ne? Deswegen glaube ich, wir sollten da auch unterwegs sein als PolitikerInnen, um den mitzugestalten, um Rede und Antwort zu stehen. So. Ja. Ja. Nee, also jetzt auch gerade bei TikTok zum Beispiel, das wird ja auch oft so belächelt. Mhm. Aber eigentlich ist es halt auch, das ist ja auch eine Lebensrealität, dass das halt jetzt dazu gehört. Genau, und du musst halt auch dahin gehen, wo die Menschen sind. Ja. Also so, und gerade bei TikTok ist mir aufgefallen, also ich habe mich auch schon ein, zwei Mal in meinem Leben vielleicht in diesem TikTok-Loch verloren und bin so nach 2 Stunden gedacht, krass, was ist eigentlich die letzten 2 Stunden getan? Ist mir vielleicht auch schon mal passiert. Aber da wurden mir natürlich auch Videos reingespült, die sexistisch waren, die rassistisch waren. Ich finde es total gut, dass dann aber auch Menschen auf dem Kanal widersprechen. Und das sollte man meiner Meinung nach auch, also ich meine, das gehört ja auch zur Medieninkompetenz von jungen Menschen, genau. Absolut. Das zu tun und nicht zu sagen, da gibt's das und da gucken wir nicht hin, sondern wir müssen genau hingucken, wir müssen halt auch mitgestalten, davon bin ich überzeugt. Aber bist du jetzt lieber mit den Leuten aus deinem Wahlkreis so vor Ort im Gespräch tatsächlich, oder doch auch auf den sozialen Netzwerken? Tatsächlich, natürlich bin ich lieber vor Ort im Gespräch, aber da ist es halt auch nochmal näher und da spüre ich halt auch einfach nochmal eine direktere Rückmeldung und meistens gibt es dann noch leckeres Essen dazu auf irgendeinem Fest oder so. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, gut, muss ich zugeben. Gut, das gibt so eine soziale Zeit. Und man sitzt ja auch allein zu Hause auf der Couch, das ist sowieso nicht mein Ding, aber ja, also ich glaube, am Ende muss man irgendwie von Facebook bis hin zum Feuerwehrfest als Politikerin überall präsent sein. Und das ist heute die Anforderung, die man einfach hat. Nicht nur als junge Politikerin, sondern die alle haben. Und wenn man das gut macht, kriegt man, glaube ich, seinen Wahlkreis auch ganz gut bespielt. Aber würdest du sagen, dass vor Ort die Berührungsängste, sag ich mal, auch höher sind? Weil ich habe das Gefühl, also auf Instagram schreibt man vielleicht auch eher mal, ja, finde ich gerade gut oder finde ich gerade auch nicht gut. Also ich glaube vor allem das nicht gut. Also ich kann das gar nicht so genau sagen, ne, weil ich ja nicht weiß, wer mich jetzt zum Beispiel nicht anspricht. Ich weiß nur, ich werde immer oft genug angesprochen und habe tolle Gespräche auf Feste und merke einfach, dass das ein super guter Ort ist, um einfach Rückmeldungen zu bekommen. Und ja, ich weiß aber, was du meinst, ne? Dass man einfach dann eher mal schreibt, oh, das da ist aber, ne? Oder warum macht ihr das so? Ja. Und so Fragen stellen. Ja, tatsächlich. Aber ich glaube, dass man braucht einfach beides. So. Mhm. Ja. Und wo bist du jetzt als nächstes? Wie meinst du? So in der Sommerpause. In der Sommerpause, ja, viel, genau. Steht viel echt viel an. Ich mache so eine Tour und gucke mir super viel an. Ich war gerade eben in der Kita, war aber auch schon zum Beispiel in der Wildvogelauffangstation. Also mein Wahlkreis hat viel zu bieten. In Leber? Nee, die ist in Püttlingen tatsächlich. Ach. Genau. Und die, das war auch total spannend. Und es gab einfach, also gerade der Klimawandel macht auch viel mit den Vögeln. Ne? Die haben immer mehr Vögel zu versorgen. Das hat mich sehr betroffen gemacht und hat mir nochmal die Zusammenhänge gemacht, das einem nochmal klar. Und deswegen ist so ein Sommer so toll als Abgeordnete, weil man einfach sich nochmal so viel angucken kann und viel eher Zeit hat, nochmal wirklich tief einzusteigen in den Wahlkreis. Und wie gesagt, am Wochenende bin ich immer auf sehr vielen Festen. Wer Lust hat, kann mich da auf jeden Fall treffen. Sind ja jetzt auch genug in Saarbrücken. Ja, Wahnsinn. Alle holen irgendwie 2 Jahre Corona nach. Ja. Auf einmal. Genau. Bald. Ja, es ist nicht zu schaffen, aber trotzdem. Also das Wochenende auf diesem Kultstadtfest habe ich total genossen. Das fand ich echt gut. Ich habe es leider nicht geschafft. Ah ja, okay. Ich hab viel darüber gesehen. Beim nächsten Mal, auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt was zu trinken und stoßen drauf an. Okay, sehr schön. Danke.